Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ein neues Modell bei Dacia sorgt immer für Furore, bei mir auch auf dem Kanal. Das Interesse ist immer sehr hoch und es war auch sehr hoch, als auf der IAA letztes Jahr der Dacia Jogger vorgestellt wurde. So wie er hier steht, Terrakotta-Farben in der höchsten Ausstattungslinie Extreme bzw. Extreme Plus. Und um den soll es aber jetzt heute nicht in dieser Ausstattungslinie gehen, sondern ich schaue mir für euch den Dacia Jogger in der Komfortvariante an. Und unter der Motorhaube haben wir auch den schon von mir ausführlich gefahrenen TCE 100 Eco G, nämlich die Autogas-Variante. Aber starten wir gleich. Die Frontpartie ist bei allen Dacia Jogger-Modellen identisch und das ist egal, ob Extreme oder Extreme Plus oder Komfort. Sowohl diese robusten Elemente in unlackiertem Kunststoff mit Unterfahrschutz an der Front, LED-Abblendlicht und Chromapplikationen hier im Kühlergrill gibt es bei allen Varianten. Wir starten bei der üblichen Ausstattungslinie Essential bei Dacia. Darüber rangiert der Komfort und dann eben neu beim Jogger die Ausstattungslinien Extreme und Extreme Plus. Extreme Plus heißt einfach nur alles drinnen bis auf eine Metallic-Lackierung. 4 Meter 55 ist der Dacia Jogger lang, hat einen knapp 3 Meter langen Radstand. Das ist, soll dafür auch sorgen, dass eben genügend Platz im Innenraum ist. Er ist mit optional 7 Sitzen erhältlich. Der Aufpreis ist human, 800 Euro für 2 zusätzliche Sitze im Kofferraum. Wir fahren hier die 5-Türer-Variante. 200 mm Bodenfreiheit haben wir. Damit sind auch Ausflüge wie jetzt hier an den Strand mit unebener oder nicht asphaltierten Flächen gut möglich. Wir haben jetzt hier serienmäßig bei der Komfortvariante 16 Zoll Stahlfelgen mit durchaus attraktiven Radkappen, wie ich finde, verbaut. Sehr schön auch zu sehen an der Seitenlinie, dass Dacia hier so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen hat. Man beginnt hier mit so einer seitlichen Dachlinie, hat so einen kleinen Knick. Das sorgt dann auch dafür, dass wir hier deutlich größere Glasflächen haben, was die Rundumsicht erleichtert und verbessert. Was zusätzlich hier zum Tragen kommt, sobald ihr euch für die 7-Sitzer-Variante entscheidet, dann gibt es hier ein Ausstellfenster. Das ist bei der 5-Sitzer-Variante leider auch nicht gegen Aufpreis erhältlich. Finde ich ein bisschen schade. Ein cooles Feature beim Dacia Jogger, was auch schon beim Sandero kam, ist eine modulare Dachreling. Wenn man dann den jeweiligen Torx-Schraubenzieher dabei hat, kann man hier oben eine Schraube lösen. Man kann diese Streben rüberdrehen und so hat man dann immer eine praktische Dachreling dabei, die man nicht, oder einen besseren Dachträger ist es ja dann, muss man dann nicht abbauen oder ähnliches. Interessant ebenfalls, es gibt 2 verschiedene Varianten für die Dachantenne. Wir haben jetzt hier diese Langschwanzantenne, während zum Beispiel das Extreme-Modell auf der anderen Seite eine Finne hat, interessanterweise. Woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen, weil beide Fahrzeuge sind mit einem Navigationssystem ausgerüstet. Das ist vielleicht noch ein klitzekleines Geheimnis, was noch zu lüften es denn gilt. Schauen wir aber gleich dem Jogger hier in den Kofferraum hinein. Sehr schön auch hier diese Rücklichter. Ich persönlich finde ja, das hat so ein bisschen was von Volvo mit dieser Schulterlinie, die hier so ausgestellt ist. So eigentlich so ein typisches Volvo-Design-Element, was man sich hier übernommen hat. Dacia sagt, man macht es deswegen, dass die Heckklappe möglichst breit ist und hier auch extrem viel hineinpasst. Es sind 607 Liter Stauraumvolumen, die wir hier betrachten können. Wie gesagt, es gäbe die Möglichkeit, hier noch 2 Sitze zu installieren. Wie wir sehen, ist es auch etwas so ein bisschen ein höheres Plateau. Die Sitzanreihung ist auch tatsächlich so: erste Reihe am tiefsten, zweite Reihe etwas höher positioniert, dritte Reihe dann noch mal ein Stück höher positioniert. Wir haben 1 Meter Bauraum. Platz hier hinten oder Stauraumplatz an der Breite und in der Tiefe maximal 2 Meter, wenn wir dann die Rücksitzlehne hier umlegen. Ich mache das einmal für euch. Die Sitzlehne ist im Verhältnis 1/3, 2/3 hier umlegbar. Wir können dann auch die Sitze hochstellbar, sodass wir eben diese maximal 2 Meter Ladelänge bekommen.
Bei der 5-Sitzer-Variante gibt es zudem eben hier noch ein Laderaumrollo, was wir ausziehen können, was es bei der 7-Sitzer-Version nicht gibt. Und jetzt machen wir Klappe zu und Ubi ins Auto hinein. Der Zustieg in den Fond wird durch die sehr breiten Türausschnitte erleichtert. Erstmal hier Füße abklopfen, damit wir wirklich nicht zu viel Dreck reinbringen. Leicht erhöhter Einstieg auch hier und man merkt sofort, dass man hier höher als die Vordersitze thront. Man hat einen guten Überblick hier nach vorne. Zwar stört so ein bisschen die etwas hohe Kopfstütze des Fahrersitzes die Sicht von hier hinten nach vorne, aber hier sitzt es sich für meine Größe mit 1,78 wirklich gut. Der Fahrersitz auf meine Sitzposition eingestellt. Da ist auch noch mal so ein bisschen Platz nach vorne. Leider, was ich schade finde, es gibt hier für Familien, und das soll ja eigentlich auch ein Familienauto sein, keine Sonnenschutzrollos an der Seite etwa. Dafür aber Isofix hier an den Außenpositionen zumindest. Wenn ihr einen 7-Sitzer bestellt, dann sind die zusätzlichen Sitze aber auch ohne Isofix. Es gibt dann noch in den oberen Ausstattungslinien ausklappbare Tischchen. Meiner Meinung nach braucht es die nicht unbedingt. Dafür aber ganz praktisch Haltegriffe hier oben und auch ein Innenlicht. Wir haben noch eine 12-Volt-Buchse hier in der Mittelkonsole. Leider keine Luftausströmer oder ein USB-Anschluss, aber mit 12 Volt kommt man auch so zurande. Wenn wir noch kurz in die Türtafel schauen, da sehen wir dann auch, dass hier unter anderem eben auch ein großes Ablagefach sich drin befindet und ansonsten die Materialien natürlich Hartkunststoffe sind, aber alles sauber verarbeitet und auch entgratete Kunststoffe, also hier tut man sich nicht weh. Ob es weh tut vorne, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich steige vor in die Fahrersitzposition. Und dann schauen wir uns den Innenraum genauer an. Zündschlüssel gibt es hier noch klassischer Art, tatsächlich mit Bart und drei Tasten. Optional gibt es die Hands-Free Keycard in den oberen Modellen oder halt beim Komfort gegen Optionen. Machen wir mal die Zündung an, dass wir hier so ein bisschen Blick in das Ganze hineinwerfen können. Zunächst einmal fangen wir mit dem Lenkrad an. Hier in der Höhe und in der Weite einstellbar. Der Fahrersitz ebenfalls in der Höhe verstellbar. Ich sitze ganz ordentlich mit meinem etwas breiteren Kreuz und nicht so langen Beinen. Ist auch die Schenkelauflage gut genug. Also von meiner Fahrerposition passt das ganz ordentlich. Werfen wir einen Blick über das Cockpit, sehen wir alles sehr übersichtlich und pragmatisch gestaltet. Wir haben natürlich wieder Hartkunststoffe, aber sehr schön finde ich diese Stoffeinlagen, die in den Türarmauflagen sind oder eben hier auf dem Dashboard. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass das Ganze wertiger ausschaut, ohne hier mit Geld quasi an Kosten auszukommen, die hier das Fahrzeug in die Höhe preislich treiben würden. Wir haben hier zwei Möglichkeiten mit den Displays zu arbeiten, beziehungsweise sogar drei. In der Basisvariante gibt es dann ein Smartphone-basiertes Infotainment-System. Da braucht ihr also das Smartphone, um auch Radiobedienungen oder ähnliches am Display vorzunehmen. Oder aber man nimmt dann das Media Display, das ist das nächste. Da bekommt ihr ein 8 Zoll Display, wie es hier ist, mit Android Auto oder Apple CarPlay Anbindung. Hier sehen wir es auch schon, Smartphone-Integration. Und dann gibt es noch die optional das Media Nav, das jetzt hier verbaut ist, mit eingebautem TomTom Navigationssystem. Funktioniert ganz ordentlich. Ich persönlich würde aber gleich mit Apple CarPlay oder Android Auto navigieren. Solltet ihr euch auch für das Media Nav entscheiden, gibt es zwei zusätzliche Lautsprecher, statt 4, 6 und Apple CarPlay und Android Auto sind dann auch kabellos. Es gibt dann auch noch einen Smartphone-Halter, der hier angesteckt werden kann, einen USB-Anschluss direkt dahinter zur Versorgung mit Strom oder aber beim Media Display zur Konnektivität. Klassische Rundinstrumente analog mit einem monochromen kleinen Display. Der Bordcomputer wird dann hier über das Multifunktionslenkrad entsprechend bedient. Auf der linken Seite haben wir dann den Tempomaten untergebracht und hinter dem Lenkrad den für französische Fahrzeuge üblichen Bediensatellit für das Radiosystem. In der Mittelkonsole zwei
Luftausströmer, sogar mit ein bisschen Chromzierrad, dann eine Bedienleiste. Wenn eine Sitzheizung geordert wird, dann gibt es hier noch eine Sitzheizungstaste. Hier fehlt sie, weil sie nicht verbaut ist. Und hier haben wir eine manuell zu regelnde Klimaanlage. Optional gibt es für einen geringen Aufpreis von 200 Euro noch eine Klimaautomatik. USB-Anschluss und 12-Volt-Buchse. Leider keine induktive Ladeschale für Smartphone. Dafür aber eine ein bisschen antirutsch behaftete Ablage, dass das Smartphone da drin gut liegen kann. Hier in unserem Modell übrigens auch noch eine manuelle Handbremse verbaut. Optional bzw. in den höheren Ausstattungslinien gibt es diese dann in einer elektrischen Form, sodass hier auch noch ein bisschen mehr Bauraum entsteht, nämlich auch für eine Armauflage mit Ablagefach. Ich habe hier nur eine klappbare Armauflage, die aber breit genug ist für den Fahrer zumindest, um seinen Arm angenehm während der Fahrt ausruhen zu lassen. Und das werden wir jetzt nämlich auch machen, nicht ausruhen, sondern fahren. Und dazu müssen wir eben noch klassisch den Zündschlüssel bedienen. Bei den Antrieben gibt es derzeit die Wahl zwischen zwei Versionen. Einmal einen 3-Zylinder mit 1 Liter Hubraum und 110 PS, also den TCE 110. Und die Autogas-Variante, die wir jetzt hier gerade fahren, und zwar den TCE 100 Eco G. Wie der sich genau fährt, das konntet ihr bereits beim Dacia Sandero Video sehen. Das verlinke ich euch unten auch hinsichtlich eines Praxisverbrauchs. Ich liege jetzt hier bei knapp über 8 Liter Autogas, bin aber jetzt auch nur ein gewisses Stück Autobahn gefahren. Dann geht es hier etwas Tempo reduziert, immer über kurvige Landstraßen und Örtchen. Das Fahrwerk ist wirklich angenehm weich, das muss man sagen, sehr komfortabel. Die Lenkung sehr leichtgängig, ohne dabei aber eine Präzision zu vermitteln. Der verlängerte Radstand sorgt auch auf der Autobahn für einen guten Geradeauslauf und vor allem eben auch ein hohes Maß an Reisekomfort. Die Windgeräusche sind ebenfalls angenehm niedrig. Lediglich der Antrieb ist ja so ein bisschen kerniger zu hören. Gerade die Autogas-Variante ist da ein bisschen kerniger als die Benzin-Variante. Jetzt wird es hier etwas kurviger und bevor unserem Kameramann hier durchaus übel wird, würde ich sagen, fahren wir jetzt langsam zum Fazit zurück. Der neue Dacia Jogger ist eine wirklich sehr attraktive Variante, die durchaus für Furore sorgen sollte in dem Kompaktsegment. Also viel Platz auf durchaus noch kompakten Abmessungen. Ob der jetzt den Logan MCV und den Logie ersetzen kann, weiß ich nicht so recht. Ich weiß, Dacia-Fans haben besonders den Logie sehr gemocht, aber von der Praktikabilität hat er auf alle Fälle das Zeug dazu, den Logie zu ersetzen. Was kostet der ganze Spaß? Das ist immer die große Frage. 13.990 Euro ist der Einstiegspreis für den Jogger, dann ohne Klimaanlage, dafür aber eben mit LED-Licht zum Beispiel. Wenn man ihn dann als Komfort nimmt, dann liegt er bei rund 15.000 Euro. Jetzt unsere Variante oder die ich halt hier gefahren bin, liegt bei 16.890 Euro. Und der hier neben mir stehende vollausstattungsbehaftete Xtreme Plus mit dem TCE 110 Motor, wenn ihr den im Detail sehen wollt, dann schaut einfach mal bei Bernd Konrad bei Autonotizen vorbei. Der steht auch hinter der Kamera dankend und da findet ihr alles im Detail zum TCE 110. Nehmen wir noch eine kleine Preiseinordnung vor. Was kostet denn der Jogger mehr
als der Stepway Sandero. 2200 Euro, um genau zu sein. Und er ist vergleichbar zum Duster dann auch 500 Euro teurer. 500 Euro kostet übrigens auch der TCE 110 Motor, den es auch nur für den Jogger gibt, mehr als die EcoG-Variante, die hier in dem Fall tatsächlich billiger ist. Beim Sandero ist sie dafür um 300 Euro teurer. Ja, irgendwie schon relativ vieles Zahlenwirrwarr, aber ich finde, dennoch hat Dacia den Wagen gut preislich eingeordnet. Aber schreibt mir doch eure Meinung jetzt unten in die Kommentare. Was sagt ihr? Preislich, optisch und auch sonst eure Meinung. Ist es ein würdiger Nachfolger für den Logie und den Logan MCV? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Bedanke mich bei Bernd Konrad hinter der Kamera fürs Filmen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.